sich vorkommt, als ob man in der Kompression ist und dann noch soll man noch rausspringen und nach vorne springen, dafür ist es sehr, sehr schwierig. Der Druck ist zu stark. Er wird teilweise, also vom Gefühl her, wird er sehr, sehr stark und dann nach vorne zu springen, da braucht man eben auch 2-3 Sprünge, um sich dran zu gewöhnen. Und gestern waren, glaube ich, im ersten Durchgang waren fast alle durchgegangen zu spät. Oh, Mattia! Manche Flüge sind schwer zu erklären. Ja, also ich habe jetzt mal hier durchs Fenster geschaut und da sehe ich hier am Hang so ungefähr bei 160 Metern oder 150 Metern sind so Windfähnchen angebracht und die sind eigentlich jetzt stabil nach oben zu zeigen und da sieht man eben, dass man dann sehr weit fliegen kann. Da kriegst du dann sozusagen den zweiten Wind. Das kann man so sagen, ja. Da kriegt man nochmal einen richtigen Aufwind und es ist das sowieso besser, wenn man oben eher weniger hat. Einen Telemark gesetzt hat und Wille Kante. Trotz mancher Verbesserung im Detail, die Finnen sind von der Saison enttäuscht. Es bleibt dabei und wenn jetzt Ahonen den Weltcup nicht gewinnt, dann wird es noch kritisch. Aber Ende gut, vielleicht alles gut. Auch Kanti fliegt weit über 180 Meter. Ja, und ich glaube, jetzt werden schon wieder einige Leute nervös, ja. Also das ist jetzt schon 190 Meter, sind sehr, sehr gute Bedingungen jetzt im Hang. Man muss natürlich auch sagen, dass das alles keine schlechten Flieger sind, die wir hier sehen. Und aber für die Besten wird es jetzt, glaube ich, wenn die Bedingungen so bleiben, werden wir Flüge vielleicht sogar weit über die 200 Meter sehen. Es müssten normalerweise auch Bedingungen jetzt sein für Roy Okosoy. Relativ viel Geschwindigkeit, Aufwind, die Tischneigung kann Einsatz gekriegt. Ich kenne das ja, wie das ist und es ist eine schwierige Situation. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie es uns der Christoph zeigt und ich denke, er wird an die 200 Meter gehen. An die 200 Meter gehen. Unsere Prognose, Christoph Dufner, ja. Der Flieger. Ja. Flieg, Duffi, flieg. Jawohl, das waren 200. Ja. Das waren 200. Christoph Dufner, irgendwie wird bei ihm Skispringen anders geschrieben. Sondern eher buchstabiert zwiefliegen. 202,5 Meter für Christoph Dufner. Er ist hier in Planica schon mal 205 Meter gesprungen. Auch das ist wieder möglich. Der erste 200er im regulären Wettkampf von Christoph Dufner. Und die Reaktion ist natürlich dann sprichwörtlich. Ja. Es ist vollbracht, es ist gelungen. Ja. Ich bin wieder super geflogen. Ja, und das weiß man auch, wenn man oben rausspringt und sieht dann, welche Höhe man hat und wo es dann hingeht. Und dann macht man sich einfach nur lang und lässt sich liegen und genießt teilweise nicht. Brennen, ein bisschen wechselhaft. Könnte normalerweise auch weit runter gehen. Ja, das macht er auch. Keine 200 Meter, aber über 190, ja. Deutlich über 190. Es sind jetzt wirklich sehr, sehr gute Bedingungen wieder. Und jetzt ist eben der Fall, vor uns hat man verlängert, wo eben Rückenluft war. Und der Wettkampf dauert eben so lange und jetzt kommt wieder, sind wieder sehr, sehr gute Bedingungen. Aber man muss abwarten. Aber ich denke, dass wir Flüge noch weit über 200 Meter jetzt bald sehen werden. Was kann man hier stehen? Ja, die Frage, das ist theoretisch. Also dann kommt halt das auch noch dazu, aber auf der anderen Seite ist bei ihm jahrelang gelaufen und da hat er auch immer mal eine gute Phase gehabt, also von Bedingungen auch. Und er sieht es eigentlich locker und er greift nach wie vor an und wird sicherlich nächstes Jahr wieder ganz vorne mit dabei sein. Nicolas Dessoum. Wie weit geht er runter? Ja. Das war wieder ein guter 190er. Warst du gestern dabei, als Goldberger den Spruch des Tages losgelassen hat? Ja, ich war dabei, ja. Damit die Zuschauer was mitzulachen haben, hat ihn einer gefragt von den Reportern, wie lange ein Flug dauert. Und er sagte, naja,
länger als 6 Sekunden etwa. Was so? So ähnlich war es, ja. Aber er ist ein lustiger Typ und er hat immer einen lockeren Spruch. Tommy Ingebrigtsen, der ist auch in der Lage, einen Weltcup zu gewinnen. Aber es muss alles passen. Bei ihm wissen wir nie, was er gerade so auf der Pfanne hat. Der kann 200 Meter fliegen, der kann aber auch kurz hinterm Vorbau landen. Ich denke, er wird jetzt an die 200 Meter rangehen. Wenn nicht sogar drüber. Ja, der zieht. Überreise mit kurzer Voraus. Alex mit dem Abschluss weg. Tommy Ingebrigtsen übertroffen. Tommy Ingebrigtsen. Er ist im Club. Er ist im Club der 200 Meter Springer, 204 Meter für Tommy Ingebrigtsen. Er setzt sich an die Spitze und landet auch noch in Telemark. Knapp 8 Punkte Vorsprung, jetzt an der Spitze vor Christoph Dufner. Was hat er besonders schön gemacht? Also, er ist ein wahnsinnig guter Flieger. Also seine Stärke ist nicht im Absprung, sondern im Fliegen, eindeutig. Auch. Dass es jetzt nicht mehr so gut ist, und da haben sie weniger zu bedenken. Nur Noriaki Kasai. Der hat auf der alten Flugschanze in der letzten Saison hier gewonnen. Ja. Der kommt, aber auch keine 200. Unten im letzten Flugabschnitt fehlt dann wirklich das letzte bisschen Luft noch, wo man sich dann noch drauflegen kann und lang machen kann. 190 Meter. Sigi, um das unseren Zuschauern noch mal deutlich zu machen, wenn du jetzt hier diese 1,5 Meter Aufwind hast, wie in teilweise andere Arten, gehen diese Flüge deutlich über 200 Meter. Ja, davon kann man ausgehen, dass diese Flüge dann deutlich über 200 Meter gehen. Der Skiflug-Weltmeister. Ja, jetzt hält der Wind wieder ein bisschen, jetzt hat er Aufwind. Vielleicht kommt jetzt der 200er. Ja, also ich kann auch von hier aus in den Hang schauen, so bei 150 Meter ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr stabiler Aufwind drin. Und ich denke schon, dass er über 200 Meter gehen kann. 205,5 in Oberstdorf. Und jetzt. Nein, auch nicht. Ingebrigtsen führt die Konkurrenz an. Und das relativ deutlich. Was können jetzt Martin Schmidt und Janne Ahonen noch anstellen? Janne Ahonen traue ich so viel nicht zu. Ja, man muss abwarten. Es muss jeder springen, aber ich denke schon, dass Martin berechtigte Chancen auf den Gesamtweltcup noch hat. Jeder Sprung ist jetzt wichtig, um diese knapp 80 Punkte noch wettzumachen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Martin Schmidt immer vor Janne Ahonen springt? Oder ist es wurscht? Da müsste man Martin fragen. Aber dem ist es, glaube ich, egal. Ich glaube auch, dass es relativ egal ist. So, sehr energisch, der Reinhard Hess. Komm, Martin! Das war irre weit. Und warum kann er den Sprung nicht stehen? 219 Meter, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Das halte ich im Kopf nicht aus. 219 Meter. Bitte, Gerd. Hier gibt es gar nichts zu sagen. Er fliegt und fliegt und fliegt. Und jetzt? Und jetzt löst sich vorne die Sicherheitsbindung. Er hat sich so gefreut und hat wahrscheinlich da im Freudentaumel, wir konnten es jetzt wieder nicht genau sehen, ist er unkonzentriert worden und hat wahrscheinlich dann vorne die Bindung ausgelöst. Aber erst trotz des Sturzes ist der Vierter.
219 Meter. Hinter ihm übrigens Dr. von Daniel Schmidt. Welche Kräfte da noch wirken. Und hatten eigentlich sicher gestanden. Und hier, und da kommt es so weit in die Rücklage. Dadurch, dass es sich so freut, kommt es so weit in die Rücklage und da löst, wird die Kraft vorne so groß an der Sicherheitsbindung, das ist einfach ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Er ist aber trotz des Sturzes weiter im Geschäft und das ist das Wichtige. Ja, sicher ist es das Wichtige, aber mit diesem Sprung hätte er, also Weltrekord, er ist am weitesten geflogen bis jetzt in der Geschichte. Dass er, ob er den jetzt gestanden hat oder nicht, natürlich. Mehr oder weniger ein Schusselfehler vielleicht, aber... Ein Sprung in eine andere Dimension. Ja. Und ja, also was hat denn der Janne für einen Helm auf? Der sieht ja aus wie ein Außerirdischer. Nein, das ist ein Brillenglas. Das ist so wie so ein, also er sieht schon ganz normal durch. Er hat auch keine Brille auf und das ist irgendwie rein mit einem Laser reingefahren. Janne. Nein. Er bleibt wahrscheinlich trotz des gestandenen Sprunges hinter Martin Schmidt zurück, der gestürzt war. Inge Brexen, Dufner, Funaki, Schmidt, Kasai, Kanti, Brenten, Suchacek, Thomas, Dessum. Das ist die Reihenfolge. Er hat 193,5 Meter. Ja, da ist er noch davor. Ja, da ist er davor. Aber das sind nur 2 oder 3 Punkte, die Janne Ahonen besser ist. 193,5 und gestanden. Der Fall. Inge Brixen, Dufner, Ahonen, Funaki, Schmidt. Gerd Zugel, gerne wie ich dich jetzt auch von alleine lassen würde, aber erstens mal ist der Weg zu weit rüber. Du musst ja bis ganz hinter und zum anderen ist unsere Pause nicht so lang, also bleib lieber hier. Und der Martin wird sowieso ziemlich sauer sein. Ja, das weiß man nicht, weil immerhin waren es 219 Meter, aber... Kann man von hier schwierig sagen, wie es in ihm aussieht, aber er wird sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge dastehen. Nicht zufrieden mit diesem ersten Durchgang ist mit Sicherheit Sven Hannawald, weil der viel, viel mehr kann, da bin ich absolut sicher. Rita geht als Letzter, der hat es doch noch geschafft. Mit 100. Und man weiß vor allen Dingen auch nicht, wie schnell man sie wieder herkriegen soll. Also Hanni weiß normalerweise, dass er in guter Verfassung ist, dass er nur schlechte Bedingungen hatte. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt deutlich weiter springt, ja, als 184,5 Meter. Ja. Und im Hang sieht es auch wieder gut aus. Ich denke, er wird uns jetzt einen weiten Sprung zeigen. Bei oben ist es nicht so hervorragend. Oben nicht so hervorragend. Jawohl, doch. Schön. Aber nicht zu vergleichen mit dem, was er eigentlich bringen kann. 191,5, denn Hannawald, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, der ist bei seiner jetzigen Verfassung ein potenzieller 200 Meter Mann. Ja, auf jeden Fall. Albert Audenried, immerhin Yoshioka, Lötzl, Harada geschlagen, Jeckle geschlagen, Nakamura, Goldberger, das hat er auf der Habenseite. Und Dönem, den dürfen wir nicht überreden, Dönem. Nein, immer gefährlich. Schießt wie ein Pfeil vom Tisch weg. Aber hat wenig Geschwindigkeit. Und macht trotz dieser wenig Geschwindigkeit so einen Riesensprung. Dönem ist der neue Spitzenreiter. Ja, er ist sehr leicht, er fliegt. Er kann nicht die Anlaufgeschwindigkeit bringen wie andere Leute. Von 19 Jahre alt, war im Sommer mit in Hakuba, hat, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, die Vorbereitung nicht mit den Norwegern gemacht. Hausrekord. Noriaki Kasai, können die Japaner noch mal attackieren? Können sie angreifen? Das ist die Frage. Kasai, auch er war ja schon Skiflug-Weltmeister. Und? Liegt gut in der Luft? Ja. Da bitte, das war er. Das war er, der 200er im zweiten Durchgang. Und die Rakete hat Kasai gezündet. Noriaki Kasai. 201,5 Meter und damit völlig klar mit Abstand die Spitzenposition. Oh, sehr schön anzusehen, wie Noriaki Kasai hier
hinunterfliegt. Und es ist gut zu wissen, dass es wieder weit geht, weil jetzt kommt der Martin und ich denke, er wird nochmal probieren wollen, in ähnliche Regionen zu fliegen wie vorhin. Also auch er mit einem neuen Hausrekord, Kasai, was er bisher hatte. So, nun Martin Schmidt. Hat er die Traute? Hat er wirklich den Mut, wieder in diese Dimension hineinzufliegen? Aber es sind sehr gute Bedingungen am Hang jetzt. Ich traue ihm einen Sprung wieder an die 210 Meter zu. Aber was geht in seinem Kopf vor? 219 Meter. Oder er sagt, Mensch, ich habe das durch Düsseligkeit nicht gehalten. Das ist möglich, Martin Schmidt. Aber Mitteldinger gibt es nicht. Ente oder Trente. Alles oder nichts alles, für Martin das Schmidt. Ist alles, das ist alles. Das ist alles. Ja. Und der geht bei. Der fällt noch ein. Martin, noch Martin, Martin, Martin. Und bleibt stehen. Ein Teufelskerl ist der Bursche. Der wackelt wie ein Lämmerschwanz und hält den Flug. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Martin Schmidt, der ist ein Außerirdischer. Nach 219 Metern geht er jetzt wieder auf Weltrekord und steht ihn. 215,5 unterwegs, hatte ich schon Angst. Ja, er hat auf jeden Fall Zeit. Er hat genau gewusst, wo es hingeht und er hat eher aufgemacht. Und er ist einfach in der Verfassung. Hier ist er aus dem Zug gegangen und da sieht man mal, wie anfällig man wird, wenn man die Spannung aus dem Körper lässt und was da für Kräfte wirken, ist einfach unglaublich. Aber was für eine Leistung von Martin Schmidt, diesen Flug zu halten und dann runterzubringen auf 214,5. Der Mann ist jenseits von Gut und Böse. Der macht, was er will und was er macht, ist eigentlich klasse. Da sieht man, wie gefährlich es wird, wenn man die Spannung aus dem Körper lässt. Da ist man eigentlich nur noch in ein Spiel der Luft und da wird es erstmal richtig gefährlich dann. Aber er hat es super gelöst und er hat der ganzen Saison jetzt nochmal eine Krone aufgesetzt. So, jetzt wird man sagen, das ist der längste Sprung, der je gestanden wurde. Und die meisten werden aber sagen, das ist Weltrekord. Nun kann man sich da streiten über die Formulierung. Fakt ist, das war eine unglaubliche Leistung von Martin Schmidt. Und meine Herren, da hat er euch aber ein Paket aufgeschnürt hier. Mein lieber Mann, den Rucksack, den müsst ihr erstmal runterschleppen. Ja. Aber es sind alle in der Lage, das vielleicht zu wiederholen. Aber man hat vor uns gesehen, es ist niemand rangekommen und ich glaube auch nicht, dass es jetzt geht. Oh, Funaki. Aber trotzdem. 200 Meter, aber nicht im Bereich von Martin Schmidt. Aber er demonstriert auch, was für ein Fighter er ist, was für ein Kämpfer. Der lässt niemals locker. Ich bin Funaki und Funaki ist ein Markenzeichen. 206,5 Meter. Auch er springt in eine Dimension, wo man nur vor Ehrfurcht den Hut ziehen kann. Die Besten gehen halt in Dimensionen rein. Was hat er? Hausrekord. 205,5 war die Bestleistung von Funaki im letzten Jahr, als er Weltmeister wurde. Und Janne Ahonen. Ja, Janne. Kannst du dort mithalten? Das ist die Frage. Am besten, du machst das andere Auge auch noch zu. Dazu machen wir das sicher nicht. Schmidt, Funaki, Kasai. Die Japaner haben nochmal schön attackiert. Ja. Sie bleiben ihrem Ruf treu. Martin Schmidt, 18 Punkte vor Funaki. Janne, der muss kämpfen, der tut es auch. Der lässt nicht locker. Der verteidigt sein gelbes Trikot mit Zähnen. Ja. 197 Meter, das heißt, Ahonen ist Vierter. Aber das sind schon wieder drei Plätze dazwischen. Und jetzt muss Ahonen hoffen, dass Christoph Dufner und Ingebrigtsen nicht so gut springen. Ja. Denn wenn sie sich dazwischen schieben, ist der Kuchen schon gegessen. Ja, gegessen ist er noch nicht. Naja, dann ist die Weltcup-Führung im Prinzip schon futsch. Nein. Na warte mal, wenn die beiden noch dazwischen kommen, wird er Sechster und kriegt 40 Punkte. Ja, und Martin 100, ja, dann bleiben noch 17 übrig. Ja. Ja, Martin, er hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan, ja mehr, eine super Kühe abgeliefert. Und nun Christoph Dufner, er kann helfen, Duffi.
Wie weit gehst du runter, Tuffy? Wie weit? Wie weit? Wie weit? Wie weit? Wie weit? Auch wieder 200. Auch wieder 200. Christoph Duffner, die Schwarzwald Connection springt und springt und springt und fliegt. Das sind Concorde-Maschinen. Ja. Da kann man schon nicht mehr von Turboprop sprechen. 206 Meter, Christoph Duffner. 206 Meter, Schmidt, Funaki, Duffner, Kasai, Ahonen. Das ist auch ein super Wettkampf von Christoph. Also man kann ihn auch nur gratulieren. Er ist auch ein bisschen skeptisch hergefahren und jetzt das hat ihn sicherlich entschädigt, auch mit für einen Teil der Saison. Er war auch nicht hundertprozentig zufrieden mit der ganzen Saison, aber ich denke, heute wird er schon wieder sehr gut lachen können. So, jetzt kann den Martin Schmidt nur noch Tommy Ingebrigtsen schlagen. Martin, der so einen schmalen Grat vor seinem 10. Saisonsieg steht. Damit wäre er in der Hagengalerie mit Nykänen und mit Goldberger. Nur er kann es noch verhindern. Der hatte auch keinen schlechten Vorsprung. Also Ingebrigtsen, wenn er jetzt 200, 203, 204 Meter weit springt, dann könnte es reichen für ihn. Aber der Wind hat sich wieder ein bisschen gelegt im Hang. Es wird jetzt sehr schwierig werden für ihn. Aber der geht weit. Ja, nur 99,6, nur 99,6. Ja. Reicht nicht, ja. Reicht nicht. Martin Schmidt hat seinen 10. Saisonsieg gesetzt und sozusagen als Garnitur den Weltrekord mit 214,5 Meter. 180 Meter und da haut es Tommy Ingebrigtsen noch weiter zurück. Das heißt also, jetzt ist er 7. Schmidt, Funaki, Duffner, Kasai, Ahonen. Und du bist ja der geborene Mathematiker. Deine Rechenkünste stelle ich überhaupt nicht in Zweifel. Also wie viele Punkte kriegt er? Richtig gemacht, muss man so akzeptieren. 10. Saisonsieg für Martin Schmidt. Er ist und bleibt der Überflieger der Saison und diese 214,5 Meter, die dokumentieren das natürlich nachdrücklich. Zahlen sprechen für die Form des Winters. Ingebrigtsen, Wiethölzl, Brenten, Sven Hannawald noch auf Platz 10, Dieter Thoma, damit ist er sicher nicht zufrieden. Er kann mehr, aber Roland Auenried, der darf heute ein extra großes Bier trinken. 15. Platz beim Skifliegen für den Neuling in diesem Jahr, kann man fast sagen, in der Formel 1. Hans-Jörg Jäckle und was für mich das Wichtigste ist, lieber Sigi, im Vergleich zu